dann moinsen zum Weekend League Reward Video, zum League A Team of the Season, das für mich vermutlich interessanteste Team of the Season überhaupt, weil ich einfach so viele Spieler aus der Liga habe, auch antraden alles. Mit dem Team hier lief es eigentlich echt gut, also ich, ne, bis auf Sonntagabend mit einer der besten Weekend Leagues bisher, vom Feeling her, da war eigentlich auch drin, dann mal eine 17er WL zu spielen, ist aber in der Leitung 15-14 geworden, weil aber den letzten paar Spiele am Sonntag richtig ätzig waren. Auch das hat sich echt gut spielen lassen, das Team. Deswegen habe ich es jetzt erstmal so stehen lassen. Dann gucken wir mal, was wir da aus den Rewards ziehen, wie wir da weitermachen können. Weil, wie gesagt, ich habe ja hier, ich blende es euch wie immer ein, dass da echt, ne, auch was da noch kam, MLS und Rest der Welt Team of the Season, war, ist echt nicht schlecht. Ne? Da sind gute Jungs dabei. Vor allem MLS Team of the Season, dieser Martinez und so, hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Also kann man da auch echt da gute Leute holen und gut, Liga Team of the Season. Ist krass. Ben Yedder wäre ultra behindert, habe ich letztes Jahr gezogen in den Rewards, da war noch bei Sevilla. Das wäre natürlich anders. Das wäre natürlich absolut anders. Letzte Weekend League Rewards waren ja auch echt schon gut. Mit dem Luis Alberto. Vielleicht könnte es die hier nachmachen. Ich glaube eher nicht, aber Hauptsache wir ziehen einen aus dem Liga A-Ding, also. Ich weiß nicht, gibt es bestimmt zwei, drei, die noch, ja, die man mehr oder minder eigentlich nicht spielen will, aber wir würden ja eigentlich alle was bringen aus dem Ligatum und der Season, deswegen starten direkt rein. In Papier wäre natürlich Ehre oder nur Seaman oder sowas, den ich eh schon habe. Vielleicht ist dann die Team of the Season-Karte besser als seine 88er-Karte, die man sicher spielen konnte, weil die finde ich jetzt eher nicht so geil. Ja, dann starten wir rein in die Spielerwahl. Bisschen Anspannung ist da, weil da eigentlich echt was kommen könnte und geil wäre, wenn was kommt. Also wir hoppen rein in die erste Spielerwahl. Let's go. Oh ja, ein Lala. Haben wir wieder drei aus der französischen Liga. Ist natürlich richtig geil. Weil ich bin ja nicht garantiert, überhaupt einen zu bekommen. Lala, Mandanda. Ja gut. Da ist relativ offensichtlich, dass ich den Savanier mitnehme. Ich weiß nicht, wie gut er ist, weiß nicht, wie viel der wert ist, aber Rechtsverteidiger brauche ich nicht. Ich habe Zambrotta an dem Tor. Auch Ter Stegen. So, das Savanier mitgenommen. Schon mal ein guter Reward. Nehme ich definitiv mit. Gute Werte für ein ZM. Bin ich absolut dabei, den kann man einsetzen im Team. Und dann die zweite Spielerwahl. Wäre natürlich geil, wenn was in Richtung Angriff gehen würde. Gucken wir mal, was da kommt. Und auch dieser Jackson Martinez würde ich dermaßen feiern. Immer so ein geiler Super-Sub gewesen, aber dieses Jahr leider richtig viel Asche wert, leider wieder, glaube ich, noch ein K noch oder so. Puh, zweite Spielerwahl, let's go. Oh, der schmeckt. Marquinhos schmeckt. Den werde ich vermutlich auch nehmen, weil es sonst keiner Sinn macht. Marquinhos schmeckt auf jeden Fall. Dann ist halt der Ter Stegen weg. Aber der Marquinhos schmeckt auf jeden Fall. Weil der Rest bringt mir schon einfach von der Position nichts. Und 94er Tots. Also bin ich hundertprozentig zufrieden mit den Rewards. Zweimal in den beiden Player Picks Liga-Spieler gehabt. Also echt geil. Muss ich halt gucken, weil ich vermutlich dann hinten ein bisschen umbauen. Weiß nicht, ob die da jetzt was Geiles hinten haben. Oder ob ich da das irgendwie reinbekomme. Wahrscheinlich nicht. Muss hier ein bisschen umbauen hinten. Ist ja auch nicht wild. Gibt ja auch andere gute Keeper. Nehme ich definitiv mit. Die Rewards fühle ich. Bin ich dabei. Nehme ich so sehr gerne mit. Und dann gehen wir die Packs hier wieder durch. Keine Ahnung. Ich tippe mal wieder nicht darauf, dass wir überhaupt irgendwie einen ziehen werden. Aus den Packs, die wir hier dafür haben. Bisher wieder nur Schmutz. Und dann enden wir auf dem Screen hier mit den zwei Leuten, die wir aus den Player Picks bekommen. Marquinhos, echt nice. Und Savigny kann es auch einbauen. Bin mir auch nicht sicher, ob ich es jetzt erstmal tun werde, weil es mit dem Team eigentlich echt in Ordnung gespielt hat. Vielleicht baue ich es aber wirklich so um, dass ich halt einfach dann, keine Ahnung, den Kehrer rauspacke zum Beispiel mal. Und dann halt muss irgendein anderer Random da ins Tor rein aus der Liga A. Und dann kann man es. Einfach mal so als Beispiel, so zum Beispiel stellen kann mit einer Legende im Tor, auch wenn da eigentlich gerade die Münzen für fehlen oder halt irgendwie eine Navas auch mal probieren, soll ja glaube ich gar nicht mal so verkehrt sein in diesem FIFA-Teil. Dann kann man das so spielen, alles auf voller Chemie, Mbappé nochmal umformen, dann kann man das eigentlich genauso spielen, kleine minimale Änderungen, minimale Upgrades und dann passt der Laden. Und dann gehen wir noch uns schnell für die nächste Weekend League qualifizieren. Zusammen habe ich im letzten Video vergessen gehabt, Qualifikationsfortschritt. Zack, sollen wir jetzt einlösen. Haben wir noch letztes Mal in diesem FIFA Weekend League
Spaß am Wochenende, Best of Team of the Season, da mal richtig reingehauen. Wahrscheinlich mit die schwitzigste WL, würde ich mal schätzen. Hoffe aber mal stark, dass ich dann da vielleicht auch wieder, also mindestens das Gold 3 hole, aber so wie es jetzt diese Wiggle League gelaufen ist, sind auch mal die 17 Siege drin. Schauen wir mal, wie es wird. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt gerne, was eure Rewards waren, wie es bei euch so in FIFA aussieht. Und bis zum nächsten Mal. And it goes.